Hallo, mein Name ist Alex aka Selector. Willkommen auf meinem Kanal oder willkommen zurück. Heute gibt es ein Unboxing zu Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske Collector's Edition. Ich weiß, das Spiel ist schon lange raus, aber ich habe die Sammleredition eben beim Prime Day für 50 Euro bekommen mit 5 Euro Versand wegen Altersbestätigung. Jetzt frage ich eigentlich so, hä, der Prime Day liegt doch schon ewig zurück, warum kriegst du denn das erst jetzt? Weil DHL einfach mal die erste Lieferung verschlammt hat und keiner weiß, wo die hin ist. Gott sei Dank hatte Amazon noch welche, deswegen hier, natürlich in der PS4-Fassung, weil ich zocke auf PS4. Ich bin ja froh, eigentlich die Maske zu haben. Heute ist allgemein ein guter Tag. Ich habe endlich erfahren, dass meine Hausarbeit zu meinem Praktikum durchgekommen ist, also bestanden hat. Aber herausgefunden, dass ein guter Kumpel von mir einfach mal in meiner Nähe wohnt, also aus dem Studium. Ah, schön. Deswegen unboxen wir jetzt diese mehr als epische Maske. Dafür hole ich das Ding ein bisschen weiter näher heran. Hier nehmen wir McEmily Baldwin. Ja, ein bisschen in so ein bisschen. Ne? Sieht man auch ein bisschen, was da drin ist. So. Und hier Corvo. Dann machen wir mal auf. Kann ich nur vorsichtig. Verdammte Scheiße, ich hasse es, Sachen aufzuschneiden. So. So. Und dann einmal so. Ist das unten auch befestigt? Ne. Oh, da. Hier. Muss zum Sonnenlingshaus gucken. So, das schaffen wir uns. Also, ich muss hier kurz ein bisschen was aufschneiden. Ah, okay. Jetzt haben wir den. Sorry, wenn es manchmal bleibt. Denken wir. So. Ja. Das ist schon mal ab. Was haben wir denn hier Feines? Okay, ich weiß nicht, ob man das so ganz erkennt. Das ist das Poster, was da bei ist. Dieser Banner. Propaganda-Banner oder so ähnlich. Zum Spiel dazu. Das ist ziemlich cool. Warum auch immer der nicht in der eigentlichen Verpackung ist. Ich hatte gerade kurz Schiss gehabt, dass ich versehentlich in die ins Ding reinschneide. Da seht ihr nochmal Core. Und jetzt kommen wir auch schon zum. Den Baumarkt Verpackung. Mega nice. Hier Anleitung, wie man Maske aufstellt. Okay. Gucken wir gleich. Hier ist, da ist das Steelbook drin, das nehme ich mal an mich, weil da müsste auch noch ein Code drin sein zum für die Remastered Version zu Dishonored 1. Fun Fact, ich habe Dishonored 1 bei mir rumstehen. Ja, hier ist der digitale Code für PS4. Damit auch hier Dishonored 2. Irgendwas mit einem Paket, okay. Entferne ich das nur kurz, die Codes. So. Das ist das Innere mit der Anleitung. So. Und so. Also sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Hier hinten die Maske, die wir jetzt gleich ausdrucken. Und hier Emily hieß sie, ja. Also, ich habe das Spiel seit Ewigkeiten schon, weil es damals beim Saturn mal diese Aktion gab. Kaufe 3, zahl 2. Habe ich mir das gekauft. Schön und gut. Vorsichtig. Ist da noch was drin? Nein, die Verpackung kann jetzt also weg. So, ich habe mir das damals dazu gekauft. Ja, ich dachte mir so, ja komm, holst du ja auch noch Borderlands 1 dazu und ich weiß gar nicht, was das. Sorry, das wird geklaut. Ich weiß gerade. Ach ja, da ist auch so ein Ring dabei. Stimmt, geil. Hab ich mir.
Ich muss mal kurz was entfalten. Ich hasse solche. So, geht das? Ich mache natürlich mal hier der Ring von, ich glaube, Emily was. Sehr, sehr geil. Dieser coolen Schatulle. Mal sehen, ob er mir passt. Okay, aber den Ringfinger wird schon mal schwer. Aber hier, ja. kleinen Finger kriege ich nur. Ringfinger will ich jetzt gerade nicht stecken, weil ich Angst habe, den sonst nicht mehr abzukriegen. Und ich mag eigentlich keine Ringe. Das stelle ich mir irgendwie ins Regal, das sieht cool aus. Sehen nochmal, ne? Also, jetzt schauen wir uns dann mal so einen Kopf. Ich weiß nicht, jetzt selber noch dran. Hab's aber aus irgendwelchen Gründen nie gespielt, obwohl ich auch noch das erste DLC-Pack dazu hatte. Ich weiß, ich bin seltsam. Okay, ich habe eigentlich gedacht, die Stangen wären jetzt aus Metall. Okay. Leider kann man die Maske nicht aufsetzen, das wäre zu cool gewesen, aber ist halt echt nice. Jetzt mal von vorn. Das sieht einfach so nice aus. Wie gesagt, ich habe das Spiel halt aus irgendwelchen Gründen nie gespielt, obwohl ich habe das jetzt erst seit Ewigkeiten bei mir rumliegen gehabt. Oh ja, jetzt werde ich es eben für PS4 spielen. Mal sehen, was ich mit der PS3-Fassung mache. Vielleicht kommt es noch rein? Ja. Vielleicht schenke ich es meinem Kollegen. Wenn er noch eine PS3 hat, das weiß ich gerade noch nicht. Das soll dann so. Oh ja, ist es. Ja. Buja. Und da haben wir es auch schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da was abgeht. Ich mache mal kurz die Kamera ein bisschen tiefer. Ein bisschen Zoom. Jedenfalls eine sehr, sehr coole Maske. Das sieht halt einfach mega episch aus. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, großen Props an die Macher, weil das ist mal eine richtige Sammler-Edition. Nicht nur irgendwie eine kleine Figur oder so. Ich stecke da das Messer hier hin. Nicht irgendwie ein paar kleine Figuren, wie es gerne mal bei Tales of ist. Ich kaufe zwar trotzdem Sammler-Edition von Tales of, aber... ich meine... Diese Sammler-Edition kostete, glaube ich, damals, als sie rauskam, 120, ich habe jetzt sogar nur 55 bezahlt. Aber man kriegt das Spiel im Steelbook mit dem Vorgänger in der Remastered-Version, was schon mal ziemlich cool ist. Man kriegt dieses coole Plakat. Ich zeige es nochmal. Also ich kann das gerade leider nicht besser zeigen, deswegen sorry. All hail the new Empress. Her Majesty... Majesty Delia Caldwell. Und auch hier in der Rückseite. Also man kriegt ein cooles Poster. Coole Poster gehen immer. Auch wenn ich bei mir persönlich schon selber keinen Platz mehr habe. Und ich glaube, meine Mutter möchte nicht, dass ich sowas bei mir aufhänge. So, man kriegt eine Maske, man kriegt das Spiel, man kriegt die Remastered Version. Man kriegt dieses Poster. Und dazu auch noch so ein coolen Ring. Also, und das Ganze. Ich mag das. Das Ganze hier kostete damals, als es rauskam, 120 und wer Glück hatte, hat es beim Prime Day sogar für 55 Euro bekommen. Was? Da kannst du halt echt nichts sehen. Sagen wir mal, ich mal denke, ich manchmal sehe, dass so eine Sammler-Edition was von 200 Euro kostet, obwohl da weniger Content drin ist als bei dieser Sammler-Edition. Wie geht das? Wie gesagt, wenn es wirklich eine Preis-Leistungstechnik ist, kannst du hier nichts sagen. So, hier noch das Steelbook. Ich pack dann mal Emily in der Ferne. Bleib stehen, scheiße. Ja, ich leg's auf mal so hin. Also, ich habe nur 55 Euro bezahlt. Da kannst du halt nichts gegen sagen. Das Spiel soll ja auch cool sein. Das war der erste Teil war damals der Renner auf der Gamescom. Ah ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Mir hat auf jeden Fall die Maske gefallen. Auf jeden Fall, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, vielleicht auch ein Abo. Auf meinem Kanal gibt es so ziemlich alles, was das Nerdherz begehrt. Sei es Manga, Pokémon-Unboxings, Spiele-Unboxings oder sogar Kalender-Unboxings, was das ist, ja. Oder eben auch Comics. Also ich mache alles Mögliche zu Nerdzeug und so weiter. Vielleicht bald auch mal eine Film-Review, wer weiß. Ja, das ist das, wenn ihr so auf Nerdzeug abfährt, könnt ihr ja gerne abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, ciao!